Das könnte sogar hinhauen. Hoi. Bis 80 haben wir noch. Bis der... Ich meine, wir haben Lavas gekündigt, ne? Also... brauchen eigentlich ein Wesens-Etwas. Und du bewegst dich... bescheiden. Dann wollen wir mal. Versuchen wir es nochmal. So, war mal dich. Alter, bin ich jetzt auf einer anderen Seite? Nee, es ist beides gleich. Gut, dich packen wir hier hin. Ich lass den jetzt mal komplett über die Seite huschen. Vielleicht kriegen wir da ja so einen kleinen Sneaky-Treffer rein. Weil ich glaube, Soa wird hier einen sehr guten Job machen. Auch wenn er an sich teuer ist. Aber Soa ist stark, das darf man nicht unterschätzen. So, bei dir müssen wir gucken. Dich packen wir hier hin. Genau wie dich. Nein. So. Dann wollen wir doch mal gucken. Er hat ja sowieso immer dieselben. Von daher... dieser Kürbis. Dieser motherfucking Kürbis. Den müssen wir loswerden. Und zwar ASAP. Kürbissuppe. Dann kann der Spaß ja losgehen. Don't get your Jimmies ruffled. Waren da die richtigen? Die ich dir da... Es müssten. Yay, I did something right today. Ich bin am Zug. Vor unserer Haustür? Ja. Was sitzt denn die Nachbarskatze vor unserer Haustür? Keine Ahnung. Ich komme her und sie hockte da. Hockt 12 Uhr vor unserer Haustür. Hat sie in der Tür vertan, oder was? Wie ja, süß. Ja, die Nachbarn sind gerade draußen. Ach so. Ist ja auch putzig. Hat sich in der Tür vertan, so nach dem Motto. Ich wohne jetzt hier. So, dann wollen wir doch mal gucken. Hakuna Matata. Ja, wir haben zum Beispiel, also unsere Nachbarn haben zwei Katzen. Und die eine, die hockt immer bei unseren Nachbarn auf der Eingangstreppe und mauzt immer jeden an, der in der Nähe ist. Immer wenn ich rauskomme und er da hockt, dann so, mau. Das ist immer... Und die andere... So eine weiße, die ist mal richtig putzig eigentlich. Und die war jetzt anscheinend vor unserer Haustür. Sie ist plüschig, ja, das stimmt. Die ist echt. Das ist echt nach Flauschball. Ja, da können wir durch. Ich werde jetzt mal versuchen, ihn mal so richtig auf so einen Spähtrupp zu schicken. So, dann wollen wir noch mal gucken. Dich hätte ich eigentlich schon vorher beschwören müssen. Ist noch... Ja, genau.
Okay. Wo ist dein dreckiger Kürbis? Dein dreckiger Kürbis. Da ist er. Da ist das Mistding. Und da ist der Dreihörniger. Okay. Das Problem ja nur bei meiner ganzen Theorie ist, wenn wir ihn jetzt quasi dahin schicken, auf Tuchfühlung oder irgendwas. So bewegt er sich. Das heißt, da so. Da kann er nicht lang. Das heißt, seine einzige Option aktuell für Pumpkin ist in der Mitte. Das Ding greift diagonal an? Okay. Ja, und du? Du bist auch so ein Problem. Hier kann ich ihn nicht hinstellen, dann wird er angegriffen. Eigentlich mache ich gerade denselben Fehler schon wieder. Ich schicke einen nach vorne, baite meine Leute da, also baite seine Leute da rein und kriege dann auf den Sack. Das muss ich, genau das muss ich eigentlich verhindern. Okay, aber Soa lassen wir erstmal. Er ist ja unser Backup. In Soa habe ich Vertrauen, dass der da gut was wegreißen kann. Das Ding ist ein Monster. Ich meine, im wahrsten Sinne des Wortes. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Oha. Den schickt er jetzt direkt an die Front? Ja, jetzt hat er sich aber ein bisschen vertan, nicht wahr? Warte mal. Das Ding 3 und 2. Du kannst dich nur diagonal bewegen. Did you just... Ja, der hat sich jetzt ja mal gerade richtig eine... Der hat sich ja richtig eingebunkert. Er kann nur hier hin. Aber hat immer noch 3. 1, 2, 3. Er könnte also hier hin. Bis hierhin angreifen. Das gefällt mir nicht. Und du kannst... 3, 3, bist du safe. Schicken wir mal den Beauftragten ein bisschen vor. Ryokishin lasse ich mal da. Ja, ich lasse die mal jetzt alle so, dass sie sich wenigstens noch gegenseitig, dass da wenigstens nichts ungedeckt bleibt. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube nicht, aber okay. Ja, komm. Und Soa beschwören. Und damit das Land auch glücklich ist. So. Na, das macht nix. Das macht mir gar... Oh, scheiße, das tut weh. Das... Ja gut, es tut weh. Wir müssen gucken, was er mit dem Pumpkin macht. Den müssen wir im Auge behalten. Jetzt geht der Scheiß schon los. Das Gute ist, ich habe auch einige Finsternismonster, die dadurch jetzt profitieren. Allerdings sein Dreihorndrache auch. Genauso wie sein Pumpkin. Jetzt müssen wir gucken. Jetzt wird es ekelhaft. Jetzt müssen wir darauf achten, was er macht. Das Ding ist nicht so relevant. Das Ding genauso wenig. Er lässt sein Pumpkin da in der Backline stehen. Soll mir recht sein. Ich denke mal, das Ding wird sowieso nicht noch weiter überleben. Warte mal. Warte. Aktuell könnte er nur hierhin
1, 2, 3. Er kann nur bis hierhin angreifen mit seinem Pumpkin. So oder so in einem Zug. Also ich komme zur Not wieder weg. Wir nehmen ihm jetzt sein Dreihorn weg. Ob er das möchte oder nicht. Ich denke, ich kann den Drachen wegnuken. Das wäre sogar... Ich muss vielleicht einen Schlag von dem Goblin einstecken. Sehr wohl sogar. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Das Damage. Babydrache tut auf einmal weh. Yes. Und der Beauftragte... Wobei, ich lasse es nicht mal ihn machen. Oder? Das wäre aber schlauer. Ich schicke ihn... Noch ein bisschen hier ran. Und greife an. Ja, mit dem Beauftragten. Wenn der noch ein bisschen Erfahrung kriegt, soll mir ganz recht sein. Damit haben wir ihm schon mal eins seiner Bossmonster weggenommen. Das ist sehr gut. Ah, so wirst du mir nicht davonkommen. Aber auch wieder gerade nur, weil sich die KI, sag ich mal, ein bisschen eingeschissen hat in der Zeit. So, dann wollen wir noch mal gucken. Zeitzauberer. Stimmt, Soa können wir für eine kurze Zeit lang buffen. Achso, ich kann mich wieder nur bewegen. Ja gut, Kakerlakenritter ist jetzt nicht so wichtig. So, weiterhin. Ach, dieses Duell verläuft nicht nach Plan. Das Problem ist, seine anderen Monster... Okay, der Goblin ist noch ein Problem. Und, na gut, Ryokishin kriegt jetzt auf den Sack ein bisschen. Ist aber nicht schlimm. Das hält er aus. Das hält der Stand. Seine anderen Monster sind nicht so das Problem. Dieser Goblin und Pumpkin. Das sind so die Problemkinder gerade. Das sind so... Ja, ist richtig. Ist richtig, Murat. Das ist mein Babydrache gewesen. Get one-shotted, okay. Das Ding one-shotted auf einmal, okay. Nee, come on, wirklich? Oh, er überlebt. Er darf gleich tatsächlich mal was angreifen wieder. Und eventuell one-shotten, ich bitte drum. Und selbst wenn er hat hier was einfach hingeschickt, dann deswegen... Pumpkin ist echt gerade Türsteher und das gefällt mir nicht. Ich hasse dieses Ding. Oh mein Gott, ich hoffe, der Pinguin ist tot. Jetzt ist die Frage, gehe ich dann selber gleich drauf? Nee, der kann nur diagonal angreifen, also bin ich hier noch safe. Oh ja, busted. Get shit on. What I touch, I kill. Okay, das ist das Problem gelöst. Jetzt müssen wir uns um die anderen 50 Probleme lösen, die wir noch haben. Den Donnerball können wir hier angreifen, aber 60 ist eigentlich gar nicht mal so schlecht sogar. Warte mal, wir lassen das erstmal außen vor. Gucken mal, ja, du bist richtig scheiße positioniert jetzt. Aber ich hätte auch keine Probleme, dich zur Not zu opfern. Dich könnte ich hierhin schicken. Und könntest entweder hier mitkämpfen. Und dann wären wir dich komplett los. Oder ich könnte mit dir kämpfen. So oder so. Na, warte mal, wie... Bleib nochmal stehen. Bleib nochmal stehen. Wie bewegst du dich? Du hast so ein Ding. Das heißt, du könntest nicht wirklich... Du könntest dahin, du könntest hierhin. So oder so kannst du diagonal denn nur meinen Beauftragten angreifen. Der schon angeschlagen ist. Hier muss ich gerade nur gucken, dass ich irgendwie... Ich komme nicht aus seiner Reichweite. Sein, ich bewege mich hier hin. Dann kann dieser... Doch gerade dann. Wenn ich mich hier hin bewege...
kann der nichts machen. Da kann er nichts gegen machen. Da sind ihm die Hände gebunden. Und ich habe ehrlich gesagt keine Probleme, mein Skelengel zu öpfern. So, schicken wir mal hier hin. Ja, wir knöpfen uns jetzt als nächstes den Donnerball vor. Wir ziehen damit zwar wahrscheinlich... Ja, wir werden definitiv... Nicht, wenn wir uns hier hinbegeben mit Ryukishin. Können wir hier kämpfen. Dann mache ich aber auch nicht genug Schaden. Das heißt, entweder wir gehen hier hin, opfern Ryukishin, damit wir den Donnerball hier loswerden. Zusammen mit dem Zeitzauberer. Dann müssen wir aber dran denken, dass Pumpkin hier ankommt und uns in die Suppe kacken wird. Und das nicht zu knapp. Der wird uns dann hart wehtun. Aber Soa kann... Der könnte hier hin. Er könnte aber auch hier hin und trotzdem angreifen, wenn der sich nicht bewegt. So viele Optionen. Der Goblin... Ja, Goblin könnte Skeletor killen. Ja, ich weiß. Also hier, ihn hier. Wenn er sich hierhin bewegt und dann angreift, das würde ja funktionieren. Nee, warte. Nee, Blödsinn. Kann er gar nicht. Die Frage ist jetzt, was ist schlimmer? Eigentlich ist er hier schlimmer. Er ist das größere Problem. Aber wenn wir ein Monster weg haben, wir hauen ein Monster weg. Wir müssen eher mal versuchen, Monster wegzukriegen, bevor wir hier 10 anschlagen und dann... Und dann auf dem Trockenen sitzen am Ende. Außerdem, Zeitzauberer ist hier safe. Das macht also nichts. Das ist kein Problem. Na, das war doch jetzt gar nicht mal schlecht. So. Dich können wir noch ein bisschen mit nach vorne schieben. Who cares? Und dich schicke ich einfach mit nach vorne. Es sei denn, der geht jetzt nach zu meinem Skeletor-Lord hin. Ja, das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir schon fast gedacht. Und der, ja, weil das Ding einfach abstrusen Schaden macht. Oh, shit. Aber Zeitzauberer kann da jetzt hin und sich mit ihm anlegen. Why ever you did that? Ja, das meintest du. Seien wir ehrlich, er hätte sowieso, er wäre nicht mehr wirklich in Range gekommen, wenn alle hier solche mega Long-Range-Angriffe haben. Aber das ist halb so wild. Autsch. Das ist überlebbar. Bitte sag mir. Ja, okay, er kann nicht angreifen. Gut, gut, gut. What shall we do next? Er kann gerade überhaupt nichts. Deswegen, ich schicke ihn einfach nach. Beziehungsweise, das machen wir nur, wenn wir noch Dings über haben. So, pass mal auf. Das ist gar nicht schlecht. So erhält auch ein, zwei Treffer aus. Deswegen... Das, Oh, jetzt haben wir ihn aber hier direkt am Sack. Schau mal einer, guck. 108. Dalmatiner. Finde ich gut. 130 hat der noch. Zeitzauberer. Das ist gerade ein voll bescheuertes Matchup, was ich hier mache. Aber... Ich verhindere gerade, dass der sonst hier rumläuft und einfach nur durchdreht. Ich wünschte einfach, ich könnte hier hin mich hinstellen und dann Spezial machen, aber das geht nicht. Das ist mir leider untersagt.
Aber ich könnte... Plus 51 ist genug, um den Goblin zu killen. Und dann können wir immer noch... Ja, okay. Wir müssen gerade mal echt gucken. Nie solch eine Macht. So, und jetzt... Ja, der Kakerlakenritter bleibt weiter hinten, aber das ist jetzt ehrlich gesagt meine geringste Sorge. Die wichtigen Monster müssen gerade mal hier an die Front und Arbeit machen. Na Gott, gehen wir jetzt einen voran. Okay. Er hat noch drei. Zwei davon, eins davon angeschlagen. Sein Pumpkin auch ein bisschen. Ja, das habe ich mir gedacht, dass er das macht. Den will er tot sehen. Leider. Ich habe gehofft, er würde weiterhin meinen Zeitzauberer angreifen. I was sadly wrong. Ja, natürlich. Scheißteil. Er ist immer noch im Vorteil. Nicht unbedingt. Ich weiß nicht, wo du da einen Vorteil siehst, mein lieber Bakura, aber... Ach gut, der Zeitzauberer ist... Er ist ein ganz guter Tank. Das muss man mal sagen. Der hält gut was stand. Ob er das jetzt standhält, weiß ich nicht. Tut er, weil er im Vorteil ist. Jetzt haben sie sich nämlich alle auf ihn verschossen. Das Problem ist, meine restliche Truppe ist ein bisschen weit hinten. Ich bin. Sabbel nicht, Yugi. Wir haben hier zu tun. Das Positioning ist gerade scheiße. Skelengel hat hier gerade richtig den Scheißkolben gezogen. 2, 3. Das heißt, hier. Hier wäre es safe. Beziehungsweise da, wo er jetzt ist, ist er auch safe, aber leider nicht effektiv. Es sei denn... Wie viel Schaden machst du? Nicht genug. Das ist doch mal... Das ist doch mal fancy. Was ist, wenn ich mich hierhin bewege? Wo weniger Dinkel ist? Immer noch nicht genug. Mein Zauberer der Zeit. Manchmal muss ich echt mit dir schnacken. 108, das ist gar nicht mal schlecht. Und mit ihm... Das ist eine Idee. Das ist eine Idee. Behalten wir im Kopf. Kakerlakenritter, ja. Wieso habe ich das Gefühl, dass er jetzt am Ende das ist, was uns rettet? Das Problem ist, Skelengel kommt hier... Soa kann gerade generell nicht angreifen, was mich übelst nervt. Ich müsste also erst hier hin, damit ich da irgendwas machen kann. Aber er ist auch nicht in Gefahr in der Zeit. Und er ist noch voll, also Soa kann hier noch shit wrecken. Und dann... Halt. Wie viel greifst du nochmal an? Das wäre sogar gut, wenn ich Pumpkin dazu überrede. Ich meine überreden, ne? Ich habe eine Idee. Bewegen. Pass auf. Angreifen. Sein Kürbis, dieser Pumpkin, ist ein viel größeres Problem. Dieses Ding ist eine richtige Sorge. Kakerlakenritter ist mir ehrlich gesagt sogar scheißegal. Aber Skelengel ist auch noch voll. Ihn können wir hier auch noch hinschicken. So, jetzt wird's interessant. Geht mein Plan auf oder geht mein Plan nicht auf? Erstmal 50 Punkte verballern. Ah, der will meinen Zeitzauberer erst. Und der kriegt ihn. Shit, fuck. Das ist der Punkt, wo ich mich wahrscheinlich verkalkuliert habe.
Es sei denn... Ihr Kakerlakenritter, den willst du? Von mir aus, greif ihn an. Tu, was du nicht lassen kannst. Tu, was du nicht lassen kannst. Solange Pumpkin da vorne bleibt. Ja, das ist mir... Überlebst du? Locker, easy, weil du im Nachteil bist. So. Let me tell you a story all about how you're gonna fucking die. So. Ich werde deine... Yugi, schusch. Wir haben jetzt zu tun, ja. Das können wir gegen die Wolke machen. Das ist gut. Es war... an sich gar nichts. Und das Ding... Na, solange ich hier stehe allerdings, kann das Ding mir auch nichts anhaben. Das Problem ist, ich muss den Skelettengel, mein Skelettengel wegbewegen, weil ich es sonst mit Zoa nicht finishen kann. Es sei denn, ich muss das gar nicht. Sekunde. Würdest du finishen können? Würdest du? Ich bin ja dann schon fast am Überlegen, ob ich Skelengel da hinpacke. Dafür Nadelball den Skelengel knallt, wobei das auch nicht mal unbedingt sicher ist. Wisst ihr, das ist sogar eine gute Idee. Das ist sogar eine gute Idee. Ja, mit Skelengel Kürbis töten, das ist das. Jetzt kann ich mit Zoa da trotzdem hin, kann die Wolke angreifen. For free. Und das mit gutem Damage. Ja, that's game. Jetzt haben wir's. Du Narr, ich werde deine Pläne durchkreuzen. Das will ich sehen, wie du das jetzt noch machst. Wenn ich deine kleine Star-Truppe da zerstört hab. That's game, dude. Du hast nur noch eine Wolke und ein Stachelbällchen. Skelengel wird aber höchstwahrscheinlich da bei dem Versuch jetzt draufgehen. Er bewegt sich nicht, ist aber angeschlagen. Und Nadelball. Ja, das macht trotzdem nichts. I hope. Ich hoffe es. Ich hoffe es gerade wirklich. Schönes Bällchen hast du da. Wir hingen jetzt schon ziemlich lang hier an Bakura, möchte ich nur mal so betonen. Ja. Das ist das. Und jetzt können wir mit dir das Ganze höchstwahrscheinlich beenden. Das wird dir den Rest geben. Phew. Schwere Geburt. Du gehst mir auf den Geist. Welchen von euch beiden? Ihr habt zwei. Der normale Bakura und der Dönerboden-Bakura. Und ihr seid beide Schmongos. Darkness ist aber auch hier. Yugi, diesmal lasse ich dich gewinnen. Geh und gewinne dieses sinnlose Turnier. Was kümmert's mich? Wir sehen uns wieder. Ich find's immer geil, wie alles auf einmal gegen Ende so... Wisst ihr, das gesamte Turnier ist irgendwie so absolut nicht ernst. So überhaupt nicht. Jeder denkt sich dann immer, ja, gewinn doch das Turnier, ist mir doch egal. Ich will dich eigentlich im Reich der Schatten sehen, aber... Zoa ist noch ein Level-Up. Zoa hat uns sowas von gerettet. Und dieses Ding, ey. Ja, und ich... Ja, und ihn hier. Einfach weil ich Drachen mag, sorry.